Ein weiteres Problem in der Prozentrechnung, eigentlich jetzt sehr aktuell, für jeden von uns ist der sogenannte erhöhte bzw. verminderte Grundwert. Wenn es um eine Preiserhöhung geht, brauchen wir Kenntnisse über einen erhöhten Grundwert. Gehst du zum Winterschlussverkauf einkaufen, kommt das Problem verminderter Grundwert. So, es ist nicht übermäßig lebenswichtig, aber es spielt schon in unserem praktischen Leben nicht gerade die allerkleinste Rolle und manchmal geht es einfach an das Eingemachte in unserem Portemonnaie. Also ist es doch ganz gut, wenn ich halbwegs darüber Bescheid weiß. So, also erhöhter bzw. verminderter Grundwert. Eigentlich genügt es, wie das in der Mathematik immer üblich ist, man kennt eine Sache möglichst genau, kehrt sie um, dann hat man den Rest. Also, wenn du jetzt exakt herausbekommst, was ein erhöhter Grundwert ist, weißt du automatisch, wenn ich statt einer Addition eine Subtraktion ausführe, dass sich dann jeweils um einen verminderten Grundwert handelt. Also, wenn es um eine Preiserhöhung geht, dann wird also der Begriff erhöhter Grundwert eine Rolle spielen. Komme ich wieder auf meinen Winterschlussverkauf zurück oder auf irgendeine Rabattierung, dann wird es also sich um den verminderten Grundwert handeln. So, ich habe mir so ein einfaches Beispiel hier zurechtgebastelt, um diesen Begriff erhöhter Grundwert einmal ein bisschen wieder ins Gedächtnis zu bringen. Und ich gehe mal davon aus, im öffentlichen Personennahverkehr, öffentlicher Personennahverkehr, werden die Preise für eine bestimmte Strecke oder für eine Monatskarte um 3% erhöht. So, bisher, wir gehen mal von einer Monatskarte aus, hat dieselbe, ich sage mal 28 Euro gekostet. Und aufgrund der Preiserhöhung um 3% entsteht also ein neuer Preis. Bisher waren 28 Euro mein Grundwert. Diese Preiserhöhung bildet einen neuen Grundwert. Es wird ja als, werden also mehr als 28 Euro. Und das wird dann der erhöhte Grundwert sein bzw. werden. So, jetzt müsste ich überlegen, aufgrund meiner bisherigen Kenntnisse bzw. aufgrund deiner Kenntnisse, wie man da am schlausten zur Lösung kommt. Vielleicht nochmal, alter Preis, €28. So, überlege, eine Preiserhöhung kürze mal ab, von 3% und es wird ein neuer Prozent, ein neuer Preis entstehen, neuer Preis, der also um 3% erhöht sein wird. Es werden also 103% von 28 Euro sein. So, wie ermittle ich nun diesen erhöhten Grundwert? Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Meine zwei Wege. Es ist schon zu erkennen, wie ich vorgehen könnte. Ich könnte einmal die 3% von den 28 Euro errechnen. Das wäre der eine Weg. 3% von 28 Euro errechnen. 3% vom bisherigen Grundwert. Das Ergebnis addiere ich zum bisherigen Grundwert und erhalte meinen erhöhten Grundwert. Es gibt auch einen vielleicht etwas effektiveren Weg, dass du sofort sagst, ich berechne 103% von 28 Euro. Also nicht 3, sondern 103%. Das Ergebnis muss logischerweise das gleiche sein. So,
Am besten man probiert das mal aus. 3% von 28 Euro ermitteln. So, und jetzt ging es wieder so vor sich, dass wir unsere Verhältnisgleichung uns ansehen, überlegen, klein b zu groß b wie 100 zu g, stellen die gleiche nach groß p um und errechnen den entsprechenden Prozentsatz, den entsprechenden Prozentwert und erhalten 0,84 Euro. Also die Preiserhöhung macht 0,84 Euro aus. Und diese 0,84 Euro muss ich jetzt zu meinem bisherigen alten Preis addieren und erhalte demzufolge 28,84 Euro als den neuen erhöhten Grundwert. Überlegen wir mal. 28 Euro, bisheriger Preis, plus 3% von 28 Euro, um den erhöhten Grundwert zu erhalten. Das sind 0,84 Euro. Neuer Grundwert wäre also 28,84 Euro. Okay? Alles klar. Kommen wir zur zweiten Möglichkeit. Welche man dann in Zukunft verwendet, egal, vielleicht sowohl den einen Weg als auch den anderen Weg. Wobei das alles noch nicht das allerletzte ist. 103% des alten Preises ermitteln. Der gleiche formelmäßige Weg und ich komme sofort auf 28,84 Euro. Welche Vorteile hätte ich? Hier berechne ich erst einmal die einzelnen 3% und muss sie dann zum bisherigen Grundwert addieren. Hier erhalte ich mein Ergebnis sofort mit meiner Gleichung. Welche das bessere ist, welche das günstige ist, das muss man dann immer selbst entscheiden. Überlege vielleicht nochmal, ob du jetzt hier eine Frage hast, ob das ein Problem darstellt. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, aber ich würde sagen, das probieren wir uns mal aus, heben uns einfach mal auf für eine vernünftige Sachaufgabe, wo so etwas vorkommt, dass man sagt, Weg A, Weg B, Weg C, welches ist der effektivere, welches ist mir sympathischer und ich kann selbst entscheiden, was mir am besten gefällt. Also ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Bei Preiserhöhungen zum Beispiel im DGNiNeM wird es sich um einen erhöhten Grundwert handeln. Bei Preissenkungen, Rabattierungen zum Beispiel um einen verminderten Grundwert. Wir haben hier das Beispiel einer Preiserhöhung im Verkehrswesen benutzt. Alter Preis wird um 3% erhöht und sind demzufolge auf den Preis gekommen, der 103% von diesen 28 Euro ausmacht. Diese zwei Möglichkeiten, 3% von 28 Euro einzeln berechnen, diesen Prozentwert zu dem bisherigen Grundwert addieren und ich erhalte meinen neuen erhöhten Grundwert oder ich berechne sofort die 103% des alten Preises und erhalte somit auch meinen erhöhten Grundwert. Überlege selbst, welches für dich der angenehmere Weg ist und entscheide dich auch selbst. Am besten aber in aller Ruhe nachrechnen.